Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo, der Console Edition. Ja, wir haben das Tutorial abgeschlossen, das Goodwin House, das madagassische Affenschutzprojekt und auch den Panda Park. Hätte ich das vielleicht anders sagen sollen jetzt? Hätte ich vielleicht sagen sollen, das Tutorial Heimschule im Anwesen des Goodwin Houses, das Affentheater des madagassischen Affenschutzprojektes und Bärenstark im Panda-Park. Klingt besser, oder? Finde ich auch. Und jetzt sind wir im Auge der Tiger, der Ahornblatt-Wildtierpark. Da ist der Panda-Park, da unten ist das Affentheater, da oben ist das Goodwin House und ganz darüber sehen wir in Kanada einen Wolf sitzen. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal an, oder? Der Standort des Ahornblatts Wildtierparks am Ufer des Candy Lake wurde aufgrund der atemberaubenden Ausblicke auf die umgebende Natur gewählt. Bernard hat dir mit dieser Gelegenheit eine große Ehre erwiesen, also revanchiere dich für sein Vertrauen und mach ihn stolz. Mittel. Ich weiß gar nicht mehr, was Mittel ist. Gäste verlangen keine Erstattungen, Lebensqualität werden Tiere nie langweilig. 5 Sterne Gäste zu bringen, eigentlich durchschnittlich zu bringen. Okay, das ist ja. Ansonsten waren das, was ist das? 95% des Personals ermüdet schneller etc. Nehmen wir mal Mittel. Reicht schon, dass die Steuerung schwer genug ist. So, dann würde ich sagen, neu starten. Folge 19. Let's go. Beim Bau von Wegen kannst du gewölbte Erhebungen aktivieren, um gewölbte Hänge oder Treppen zu erstellen. Okay. Ich bin jetzt eh gespannt, wie wir es machen. Was wir zum Beispiel noch gar nicht gelernt haben, ist Sachen ausstempeln. Oh mein Gott, ist das schön. Ach du heilige Scheiße. Nach deiner großartigen Arbeit in China habe ich eine gute Neuigkeit für dich. Und leider auch eine schlechte. Die gute Neuigkeit ist, dass ich dich zum Zoo-Manager in Ausbildung befördere. Die schlechte Neuigkeit ist, dass du einen ganz neuen Zoo aufbauen musst. Dieses Mal wirst du außerdem auf dich allein gestellt sein. Nancy kann dir nicht mehr helfen, aber sie wünscht dir viel Glück. Eigentlich ist es also eher eine gute, eine noch bessere und eine etwas schlechtere Neuigkeit. Das ist deine Chance, dich wirklich zu beweisen. Was den Zoo angeht, wünsche ich mir eine große Vielfalt an Vivarien und Gehegen und jede Menge Gäste, die sie sich anschauen. Außerdem sollst du dafür sorgen, dass die Mitarbeiter zufrieden sind. Und die Tiere natürlich ebenfalls. Und du solltest auch ein ordentliches Plus erwirtschaften, damit wir an anderen Standorten unsere wichtige Arbeit fortsetzen können. Damit dürftest du erst einmal eine Weile beschäftigt sein. Ich schaue dann später mal vorbei. Viel Glück. Ich sehe schon, wir haben schon eine Optik. Halte in deinem Zoo mindestens 3 Tierarten in Gehegen, habe in deinem Zoo mindestens 175 Gäste. Okay, jetzt halt mal erstmal Stopp. Schauen wir uns das Gebiet erstmal an, würde ich sagen. Wir haben hier schon ein unfassbar schönes Ding einfach. Boah, krass. Also der Eingang schon mal wieder geisteskrank schön gemacht. Mehr kann man einfach nicht dazu sagen. Es ist Wahnsinn. Wir müssen schauen, dass wir uns ein bisschen an das Ding ranhalten von hier. Ich finde das nämlich ganz gar nicht so schlecht. Wir haben hier gleich mal eine richtig schöne Ecke. Mit allem, oder? Das sind alle Einrichtungen, wenn ich das richtig sehe. Sanitätshaus. Wir haben den Auktionsmarkt. Oh, das ist leer. Interessant. Wir haben den Mitarbeiterraum, müsste das sein. Jawohl. Kaffeepause. Hoppala. Wir haben... auch hier kann man nicht reinschauen. Okay. Aber hier kann man nicht reinschauen, wo das Essen gemacht wird. Sehr interessant, sehr interessant. Ich muss jetzt erstmal auschecken. Bevor wir jetzt hier näher ranzoomen und rumzoomen, müssen wir hier erstmal auschecken. Wir haben Mitarbeiter. Kann das sein? Ja, ein Zoopfleger.
Okay, wir haben einen Zoopfleger. Wir haben einen Sicherheitsdienst, wir haben einen Techniker, wir haben einen Ausbilder, wir haben einen Tierpfleger und wir haben null Tierärzte, deswegen das haben wir alles nicht. Okay, Sicherheitsdienst, Techniker, Ausbilder, Tierpfleger, Tierärzte. Das ist vielleicht das, was wir uns schon mal holen sollten. Wir haben 79.000 Mitarbeiter. Stopp, dich haben wir schon. Dich brauchen wir einmal. Techniker. Aber die warte ich mal noch. Dich und dich. So, dann droppen wir diesen Berg an Menschen mal kurz. Blub. Genau, so. Ich finde, muss ich by the way mal sagen, ich finde es richtig schön gemacht. Also ich mag schon mal dieses Design, das wir hier haben. Das finde ich schon mal richtig, richtig schön. Hier würde ich gerne, glaube ich, so ein Willkommensding reinbauen, wo man vorbeigeht, während dann hier praktisch schon das erste Gehege wartet. So, dann haben wir einen Weg hier hoch. Aha. Für mich hier ein Ding, okay. Ja, hier könnte man theoretisch ein Gehege reinbauen. Weiß man nicht, was klein genug ist, was da reinpasst, das ist die Frage. Vor allem, was nur hier praktisch so ein Sichtungsding hat. Hier, wie gesagt, würde ich tatsächlich fast so ein Wolfsgehege hinmachen. Das finde ich mich richtig schön hier. Und dann geht es hier einen Weg hoch. Und da. Oh, wie groß ist eigentlich unser Gebiet? Habe ich noch gar nicht gesehen jetzt. Ich glaube, so viel ist es gar nicht, weil da passt nicht so viel rein. Also wir können, hier oben, ja, schau mal, da oben ist die Grenze. Guck mal, hier oben ist Grenze. Da passt nicht so viel rein. Also wir werden wahrscheinlich dann hier drüben irgendwie noch was anschließen müssen, aber so viel, wie wir uns das vielleicht vorstellen, passt da gar nicht rein. Das heißt, es wird jetzt hier eine Welcome Area, würde ich sagen. Wir haben hier die Tierpfleger, dann machen wir hier ein Gehege rein. Lass mal vielleicht diesen Fluss hier reingehen, das finde ich ganz nice. Machen wir hier ein Gehege rein. Vielleicht setzen wir auch das bisschen runter oder machen das auf Augenhöhe des Gehege und hier setzen wir es runter. Und dann haben wir eigentlich schon drei. So, pass auf, was haben wir denn für Tiere überhaupt im Ding? Fangen wir mal so an. Dass wir vielleicht mal einen Überblick kriegen, was wir an Tieren haben. Wir haben Flachlandgorilla, Weißschwanz, Gnu. Wir brauchen irgendwas, was bam, richtig straight raus ist, wie ich vermutet habe. Rappenantilope, Leistenkrokodil, der Grizzlybär, aber ihr braucht relativ großes Gehege meines Wissens. Nee! Oder sollen wir Tiere nehmen, wie du, ich glaube, wir nehmen Tiere, die wir bisher noch gar nicht hatten. Das heißt, der Wolf steht ganz gut da. Oh, so viel Auswahl haben wir noch. Und Bison. Der Wolf und das Bison steht ganz gut da. 420 Quadratmeter. Grenzanforderung Grad 3. 1,25 Meter. Das wird man hier, glaube ich, nicht reinkriegen. Das ist, glaube ich, hier zu klein. Der Bereich. Wobei es natürlich schön wäre, wenn das Wasser hier praktisch so reinfließen würde. Da müssen wir irgendwie so ein Welcome-Schild reinmachen. Weil das schaut ultra, ich finde das ultra cute. Ehrlich, ich finde das echt ultra cute. Diese Hütten hier. So, und haben wir hier praktisch das. Da haben wir ein Gehege, wobei das relativ, weiß nicht, ob das 450 Quadratmeter sind. Was braucht denn der Wolf? Ich hatte es befürchtet. Gerade zwei weniger als 1,25 Meter. Das ist aber nicht schlecht, weil das kann man hier ein bisschen runtersetzen. Und dann können wir das praktisch, das Gehege hier mit reinbauen. Aber ja, jetzt pass mal auf.
Welche Hüttenart ist denn das eigentlich? Weil das hier ist was anderes als das, was hier steht auf jeden Fall. Aber ich finde das total süß. Also ich finde es wirklich, wirklich schön. Aber ich glaube, ich kann das nicht kopieren. Das ist ein ganzer Block, siehst du? Aber urcute gemacht. Das ist ein Stelzenhaus eigentlich. Interesting. So, das mit den Dingern finde ich auch cute. Würde ich vielleicht beibehalten. Pass mal auf, wir haben doch Barrieren. Haben wir zum Beispiel Holzstämme. Jetzt pass mal auf. Stopp, wie hoch muss das für ein Bison sein? Warte mal kurz. Wir müssen ein Vivarium müssen wir auch noch bauen, gell? Die wäre schon fancy. Genau, das ist das, was ich gesucht habe gerade. Die Todesotter. Texas Klapperschlange. Euch hat man schon, die anderen hat man noch nicht. Uah, ich hasse Spinnen. Was ist das eigentlich? Donaukammmolch. Weißt du was, wir nehmen den Donaukammmolch. Den hatten wir noch gar nicht. Den habe ich selber noch nicht mal irgendwann gehabt. Wir nehmen den Donaukammmolch. Genau, wartet im Handelszentrum. Somit haben wir das Tier schon mal. Tiermarkt. Und hier entscheiden wir uns jetzt für auf jeden Fall Sharana. Warte mal, wir brauchen Geld. Da wäre vielleicht Taban nicht so schlecht. Wo ist 705 Quadratmeter? Ich will eigentlich einen Wolf. Ich will, wenn dann zwei Wölfe, die haben wir hier noch gar nicht gehabt. Jawohl, zack, zack. Und den amerikanischen Bison nehmen wir noch dazu. Warum ist der eigentlich falsch rum sortiert? Das hat mich letztes Mal schon genervt. Also, warum ist das eigentlich falsch rum? Genau, so. Das passt auch. Jawohl. Nehmer. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Wie gesagt, Gehege. Pass auf. Barrieren. Es gibt eine Möglichkeit der Barriere ohne. Super cool. Aber ihr müsst wissen, wie die funktioniert. Denn diese Barriere ohne hat die Angewohnheit, nicht sichtbar aktiv zu sein. Also sprich, ihr könnt dann Sachen bauen, sie können da nicht raus, das ist super. Könnt dementsprechend was bauen, aber die Höhe und so muss halt trotzdem stimmen. Mag ich tatsächlich eigentlich ganz gerne. So.
Genau, jetzt pass mal auf. Das war dumm, was wir da gemacht haben. Lass mal kurz mit Holz machen, genau. Dann gehen wir hier mit Holz weiter. Es ist nämlich zufällig gleich fast dasselbe Holz. Lass mal kürzer werden hier. Aber mein Problem ist jetzt, ich muss erstmal schauen, ob der Bison hier überhaupt reinpasst. Das könnten schon 400 Quadratmeter sein. Ich möchte mich da jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube schon. Nicht weiter kurz. Gelände. Oh, wir können Wasser immer noch nicht machen. Ich habe noch keinen Gelände-Editor. Das ist natürlich schon mal gut zu wissen. Weg haben wir da hinten, haben wir den Weg, okay. Oh, ups. Tatsächlich sagen.
Dann lass mich mit den Gedanken kurz fertig machen. An sich theoretisch schlau, lasse ich mal kurz offen, weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob wir nicht diese komplette Steinwand hier mit reinnehmen sollten. Und dann praktisch hier runter zumachen. Sodass sie hier hoch können. Sodass man praktisch von oben ins Gehege reinschauen könnte. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Müssen nur mal schauen, ob die Barriere da hoch kann überhaupt. Das wäre natürlich gut zu wissen. Ja, kann sie. Brauchen natürlich trotzdem noch einen Gehegeeingang. Hier stehst, kannst du hier auch ins Gehege reinschauen. Wir müssen die Reihe müssen wir weiter nach oben setzen. Anders setzen. Mir ist der Weg minimal zu weit weg. Oder kommt es mir nur so vor? Der ist schön gezogen, um Himmels Willen, wirklich. Man muss sich im Endeffekt so vorstellen, das ist eigentlich eine riesen Kuhwiese eigentlich.
Ich glaube, uns ist allen bewusst, dass der Bison da nicht hochkommt. Deswegen, wie gesagt, ich setze das jetzt einfach mal so. Einfach, dass wir so ein rundes Gehege mal haben. Ich habe keine Ahnung. Zum Beispiel hier. Warum ist da jetzt dieser dumme Pfosten? Das verstehe ich auch nicht. Barriere bearbeiten. So, haben wir jetzt zufällig ein Ding, einen Grundumriss, wie groß das ist, das Gehege? Ne, wissen wir nicht, gell? Wir müssen erst mal eine Tür reinsetzen. Ich hab's befürchtet. Rein. Wir können die Tür nicht da praktisch am ersten Eingang reinsetzen, wo die Möglichkeit besteht, nenne ich es jetzt mal. Boah, 2100! Boah! Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Oh Gott, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist riesig. Aber ist gut. Ist ja gut. So. Die Lebensqualität auf Null steht, das ist mir völlig logisch. Das ist mir völlig logisch. Aber was für ein schönes Thumbnail. So, nachdem wir jetzt das schon mal haben. Sie brauchen einen Rückzugsort. Wir brauchen, wie soll ich sagen, eine freie Sichtbarriere, nenne ich es mal. Ich würde tatsächlich sagen, die freie Sichtbarriere bauen wir auf jeden Fall da oben hin, dass man oben reinschauen kann. Das heißt, wir müssen das da unten, da hier oben ändern später. Genau, das fangen wir erst hier an. Genau, hier unten.
Nee, ich glaube, das würde, glaube ich, generell cooler ausschauen, wenn wir da generell dieses Ding drumherum haben. Shit, welche Mitarbeiter, wie kamen wir denn? Was war das? Grau, gell? Mitarbeiter only. Was braucht der Bison? Gehen wir mal kurz. Jawohl, jetzt pass auf. Gelände 24 Grad, kein Wasser. Minus 16 bis 40 Grad. Grad 3, 1,25 Meter. Kein Kletter, kein Ding. Höher als 1,25 Meter. So, wir haben es gelernt. Warte mal kurz. Mit R3 kann man alles aktivieren. Okay, das ist gut. Höhe bearbeiten. Ich gerade einfach nicht verstehe. Ich kann nach oben gehen. Problemlos. Hier. Meilenhaft. 32 Meter kann ich nach oben ziehen. Ich kann den absoluten Turm bauen, aber ich komme nicht unter 2 Meter runter. Warum? Kann ich einen einzelnen hier runterziehen? Ja, kann ich. Aber ich kann es im Gesamten nicht machen. Warum? Hier 1,30. Problemlos. Das muss ich nicht verstehen, oder? Das muss ich nicht verstehen. Warum seid ihr so niedrig hier oben? Aber ihr nur einen Meter hoch seid. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch verändere. Ah. Wie kann denn ein Tier entkommen? Was? Hä? Warte mal kurz. Wie kann denn ein Tier entkommen, was im Gehege ist? Freunde, verarschen könnt ihr mich selber. Könnt ihr euch selber. So, 3 Bisons. Na gut. Die Pflanzen, die da sind, taugen die euch? Oder ist das was, wo ihr sagt...
Also irgendwie. Hier. Achso, es sind schon Besucher da. Warum sind denn schon Besucher da zum Teufel? Nix, nix, nix hier. Hier, stopp. Oh Gott. Hätten den Zoo vielleicht mal schließen sollen. Zoo-Ruf, ja, schön und gut, aber können wir den Zoo-Optionen? Zoo-Status, geschlossen. Passt. So, jetzt müssen wir die anderen hier noch notvoll einfangen. Notvoll einfangen. Passt, alles gut. So, ihr braucht eine Hütte. Die besorgen wir euch jetzt. Art. Da hätte ich fast auf Biber geklickt. Sehe, dass sie da eine Winkelausrüstung haben, kriege ich schon wieder die Krise, Freunde. Ne? Ne, bisschen weiter nach unten noch. Passt. So. Da wäre es jetzt schlau gewesen zu sagen, okay, wir machen die Winkelausrüstung, Ausrichtung auf 45 Grad und dann wären wir nämlich genau auf 90 Grad rausgekommen. Gut, schaffen wir in dem Fall auch so, kein Problem. Nee, schaffen wir anscheinend nicht. Shit. Z-Achse, jawohl, das stimmt ja, das muss ja stimmen. Also das würde mich verwundern, wenn wir jetzt da irgendwie was Falsches rauskriegen würden. So, jetzt drehen wir es und zeige ich hier mit Absicht 45 Grad. Warum? Ja. Gehen wir wieder zurück. Gehen wir den auch wieder auf 0. Verschieben wir mit Z wieder weiter. Weil wir dann hier genau bei 0 rauskommen müssten. So wie es sein soll. So wie ich es mir vorstelle. Schau mal. Perfekt. So, das Einzige, was ich jetzt noch verändern möchte an den zwei Dingern. In den Gruppenbearbeitungsmodus. Warte mal.
Wieso ist er denn jetzt verschoben, ohne dass ich ihn verschoben habe? Magic, das Ding. Absolut Magic, das Ding. Passt das? Ja, sollte passen. Das sehen wir gleich. Oh, das ist zu klein. Ach du Scheiße. Ich habe mit viel gerechnet, aber nicht damit gerechnet, dass es das jetzt zu klein wäre. Siehst du? Dann ist das sowieso wurscht. So, dann kannst du weg. Müll! Gehen wir hier nochmal. Gruppenbearbeitungsmodus. Und Müll. So, was wir uns aber machen können. Ziehen den hier raus. Und stellen den hier rein. Bist du größer? Nee, bist du nicht. So, dass er praktisch trotzdem so ein kleines Ding da ist. So. Kann sein, dass wir heute mal eine Stunde machen. Und Folge. Weil es doch jetzt mit dem Anfang, ich musste mich erstmal reinfinden und so weiter. Deswegen macht es schon absolut Sinn, wenn wir sagen, okay, pass auf, wir machen heute mal eine Stunde. Hauptsache, wir kriegen das so hin, wie wir es uns vorstellen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Das Krasse oder das Schöne an Planet Zoo ist eigentlich, du kannst dich halt so krass austoben, wie du willst. Ihr seht es ja selber, ich habe jetzt hier einfach mal was hingestellt und habe gesagt, okay, taugt mir nicht ganz, will ich bearbeiten. Und zack, plötzlich haben wir so eine Holzhütte, die richtig schön ist. So, und weil wir es richtig schön machen wollen, dieses Gehege, das erste, was wir da machen müssen, bevor wir das machen. Du musst unten reinschauen können, eigentlich nur. Das ist nur hier. Das ist jetzt nicht unbedingt das meiste drin ist, sondern das, was wir gleich von Anfang an klar machen. Gehege. Stopp. Genau, Schlafplatz extra groß. Ich mag das sehr, wenn ich von Anfang an sehe, okay, keine Ahnung, ich stelle mir das mal vor, wenn ich im Zoo bin, würde ich sehen, wollen, dass die Schlafplätze so komplett mit Heu mehr oder weniger ausgeschildert sind. Auch wenn es vielleicht viel zu viel ist, um Himmels Willen, kann gut sein. Na, ob das was Falsches siehst du.
Genau, aber auch hier ist alles schön mit Heu ausgestopft. Genau, wenn es mal regnet. Genau, so. Was ich da jetzt noch reinmachen will. Der ist zu groß. Oh, warum passt du jetzt nicht rein? Weil ich das Heu reingelegt habe, gell? Na okay, wir lernen dazu. Wir lernen dazu. So, probieren wir es nochmal. Dass wir halt um den Futterdruck rumgehen. Das ist ja kein Problem. Wie ich vorhin gesagt habe. Möchte, dass es sinnvoll ausschaut. Okay, das schaut nicht sinnvoll aus. Wir lernen dazu. Wir lernen dazu. Warum schaut hier eigentlich das Holz raus? By the way. Beim Rest ist es weg, deswegen ist es da nicht so schlimm, aber so, probieren wir es nochmal. Wir haben hier den Futterdruck Mittel. Probieren wir es nochmal, eine Runde. Bis wir den Ding in der Mitte haben. Okay, völlig wurscht. Hier. Futterdruck. Ich weiß, dass wir jetzt hier aus. Genau. Ich möchte einfach nur nicht, dass dieser Shit schwebt. Das ist alles. Schwebt er jetzt? Nein, jetzt schwebt er nicht. Und das ist das, was ich wollte. Genau. Das ist das, was ich wollte. Okay, dann können wir tatsächlich auf groß gehen hier. Jawohl. Ich möchte nicht, dass das da mit drin schwebt. Klein dazu machen.
So. Nice. So, was braucht der Bison noch? Der Bison braucht... einen großen Wasserdruck. Upsala. Das nervt mich so, ich schwör's euch. Dieses Scheißding nervt mich so heftig. Zweimal, das sollte reichen. Klimaanlage brauchen wir definitiv nicht hier. Ich habe es mir gedacht. So, pass auf. Wir haben den Bison. Wir müssen für den Bison, damit der natürlich ein bisschen happy ist auch, haben wir gelernt, dass wir forschen müssen. Ich habe kein Forschungszentrum und ich habe keine Werkstatt. Das ist natürlich gut zu wissen. Lebensqualität gleich null. Das ist nicht unbedingt das Perfekte, nenne ich es mal. Okay, was wir natürlich noch machen wollen, was ich sehr wichtig fände natürlich. Obwohl, die passen alle. Das passt ja. Wenn die alle, das ist ja mega nice, wenn die alle passen. Okay, dann halten wir uns hier mal an diese Pflanzen, die wir hier haben. Mehr Gras reinbringen. Erde ist an der unteren Grenze.
bisschen Erde reinbringen. Das passt, glaube ich, auch ganz gut. Fels ist fast zu viel jetzt. Sand, Schnee, Gras lang. Na gut, Gras lang ist wurscht. Ja gut, das passt schon so. Ja, das passt auf jeden Fall so. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. So, dann holen wir die anderen auch mal kurz wieder raus aus ihren Verstecken. Wie gesagt, sie haben hier ihre Hütte. Aber sind natürlich noch nicht ready für den kompletten Freilauf, nenne ich es mal. Da müssen wir das nächste Mal noch weitermachen. Wir haben noch 72.000, wie gesagt, wir haben noch zwei andere Tierarten zu machen. Der Bison ist soweit natürlich jetzt mal an dem Punkt angekommen, wo ich sage, ja, macht Sinn, ist nicht schlecht. Wir müssen den Arbeitsbereich dann auch noch machen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und wir müssen hier auch noch so irgendwie so ein Hallo-Welcome-Dingsbums machen. Infocenter haben wir auch noch nicht, wir haben noch keine Shops, wir haben nichts. Haben wir eine Bison-Statue eigentlich? Würde mich mal interessieren, einfach nur aus Interesse. Das wäre zum Beispiel sowas, wäre zum Beispiel richtig cool, wenn du sowas dann hier oben so drauf setzen könntest. Also wir könnten es ja tun, so ist es ja nicht. Wir könnten es ja tun, dass wir den dann eben hier oben so drauf setzen. Aber ich würde ihn halt gerne hier an so einem Welcome-Ding dann hier praktisch so in die Ecke setzen. Am besten gegenüber vom Wolfsgehege. Das fände ich halt so perfekt. Das wäre richtig gut. Ansonsten, gut, in Orang-Utan-Löwen haben wir keinen Steinbock. Wäre natürlich noch sehr interessant, aber wir haben hier keinen Steinbock. Genauso wenig wie wir einen Alligator hier haben. Ja gut, das ist dann was man nächstes Mal schauen kann. Aber wie gesagt, nächstes Mal müssen wir uns dann hier um die Blumen kümmern, dass wir hier das Gehege schön anpassen. Weil, wie ich ja gerade gesagt habe, das Gehege ist auch noch nicht ganz auf dem Standard, wo ich es haben möchte. Das ist auch die Frage, wie wir es da hinten handhaben wollen, ob wir da praktisch so eine Steinwand haben wollen. Und ob wir es irgendwie anders machen, jawohl, ging gleich mein Ding. Aber gut, wie gesagt, da müssen wir dann das nächste Mal weitermachen, weil wie gesagt, ich möchte hier eigentlich auch dieses Ding weg haben. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob das so gut ist für die. Nicht, dass die dann super sagen, taugt mir gar nicht. Gut, das kann natürlich immer passieren. Aber dass man zum Beispiel hier so ein... Aha, siehst du? So einen kanadischen Hartriegel hier mal reinschiebt oder so. Das ist halt das, was wir uns dann ein bisschen genauer anschauen müssen, wie wir das machen. Aber wie gesagt, das muss ich dann alles in der nächsten Folge ausklabustern. Wir haben jetzt mal den Bison eingesetzt. Wir haben uns hier mal umgeschaut. Wir wissen, was wir haben. Wir haben jetzt verschiedene Sachen hier. Wir haben keine Werkstatt. Ne, wir haben Techniker, aber keine Werkstatt. Das ist auch nicht unbedingt gut. Also es fehlen auch noch ein paar Hütchen, nenne ich es mal, ne? Nicht unbedingt nice, aber wir haben die Angestellten mal, wir haben das grundlegende Bison-Gehege, der Wolf kommt auch noch, aber jetzt machen wir erstmal den Bison fertig. Genau, bedanke mich fürs Zuschauen, sagt Schaman V, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis denne, Tschüssikowski.